Willkommen zurück zu Team Antafaya, verschollen in den Feuerbergen. Und wir machen uns natürlich sofort auf nach El Golfo. Da ist es schon, da latschen wir jetzt ohne Mietwagen hin, weil wir ja keinen Mietwagen haben, warum auch immer. Das ist alles so bequem zu Fuß zu erreichen hier. Oh, wie schön. Klüngel. Kann das sein, dass der Programmierer aus dem kölschen Raum ist? Schauen wir uns doch mal den Klüngel an. Himmel. Was für ein Plunder. Ja. Praktischerweise steht der Mülleimer gleich davor. Das heißt, du kaufst es und wirfst es dann in den Müll, oder wie? Was gibt's hier noch zu sehen? Postkarten. Die Auswahl ist ziemlich groß. Toll, können wir uns alle kaufen. Ich wüsste nicht, wem ich schreiben sollte. Aha, Frankie hat keine Freunde und keine Verwandten. Und Jenny, deine kleine Schwester, wie wär's denn damit? Da geht's zur Lagune, da will ich aber nicht hin. Hier schauen wir uns erstmal den Tischbestand. Es würde mich wundern, wenn die ganzen Steine hier auf Lanzarote gesammelt wurden. Na, wer weiß, wo die herkommen. Vielleicht kommen sie aus Köln oder Düsseldorf. Ja, wir gucken uns da mal näher um. Und? Na, was passiert? Das gibt's doch gar nicht. Ah. Dieser eine Stein dort sieht genauso aus, wie Carmen ihn mir beschrieben hat. Na, ist das praktisch. Ah, Sie haben etwas gefunden, was Ihnen gefällt? Ja. Oh ja, ich glaube schon. Was möchten Sie für den großen Stein auf dem Tisch da hinten haben? Dieser gelb-blaue. Das ist mein schönster Stein. Der ist etwas teurer. Ach, das macht nichts. Wir haben schönster Stein? Ja, natürlich. Und das ist zufällig auch der teuerste Stein, ja? Genau. Oh, schauen Sie nur auf die Farben. Wie der Glanz. Ja, wie viel? 20 Euro. Na komm, das geht Ich genau. gebe Ihnen 10. Ah, du Geizhals. Ja, ist okay. Geben Sie her. Ich habe leider nur große Geldscheine. Ah, und? Sie können doch 100 Euro wechseln, oder? Na, Logo. Tut mir leid, Senior. 100 Euro, das geht nicht. Ach, egal, behalten Sie den Rest. No, das kann ich nicht annehmen. Schön, und was machen wir jetzt? Vielleicht können wir etwas tauschen. Unten am Strand finden Sie kleine grüne Olivensteine. Die kann ich immer gut verkaufen. Bringen Sie mir, sagen wir, 10 Steine. Tauschen? Olivinsteine? Ach, was soll's. Ich hol Ihnen welche. Ja, klasse. Das sind doch diese kleinen grünen Steine. Die sind bestimmt nicht so einfach zu finden, oder? Sie müssen nur genau hinschauen. Es ist nicht schwer. Ja, gut. Schönes Wetter, was? Das noch? Sieh, Senor. Hier scheint das ganze Jahr die Sonne. In Deutschland ist mehr Regen, richtig? Mhm. Ja, das stimmt. So wie hier heute. Aber hier regnet es wohl nie, oder? Doch, Senor. Im Winter regnet es manchmal, aber sehr wenig. Na gut. Dann beginnen. Ciao. Also, Sie es gut? Das ist wieder so typisch. Ich ziehe ein Adventure ein bisschen in die Länge. Und außerdem, erst feilscht der rum um läppische 5 Euro, wo er hier 5000 Eier mit sich rumschleppt. Ja, das wollen wir doch nochmal festgehalten haben. Dann kann er nicht wechseln, dann ist der Frankie so großzügig, wird ihm 100 Euro überlassen. Die will er aber nicht annehmen, wieso eigentlich nicht? Nein, und jetzt muss ich zur Lagune latschen und 10 so kleine Steine suchen. Na toll, wie gut, dass dieses Spiel eine Hotspot-Anzeige hat und wir nicht so furchtbar Pixel handeln müssen. Hier ist offenbar noch nichts. Ach, gehen wir mal da runter. Ja, Musik ist spannend. Meine Güte, hier liegt ja eine Menge Schotter. Vor allen Dingen viele Steine. Gucken wir mal. Nein, der ist völlig wertlos. Okay, nächster. Aha. So, das ist schon der erste. Metallstück, können wir da was mit anfangen? Nö, dafür kriege ich noch nicht mal Pfand. Okay. Den. Normalerweise nehme ich ja alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay. Aber bei einfachen Steinen hört es bei mir auf. Gut. Den hier? Der sieht grün aus. Ja! Das ist schon der zweite. Hier noch einer? Der Stein wäre nur Ballast. Okay. Und der hier? Sieht auch grün aus. Ja, also ich bin wirklich froh um diese Hotspot-Anzeige. Zurückgehen. Da geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir zurück. Gut, 3 haben wir schon. Dann gehen wir hier lang weiter. Finden wir bestimmt noch den Rest. Das ist also die Lagune El Golfo. Alles grün. Alles voller Olivinsteine. Tatsächlich. Deine.
Entschuldigung, das kommt von den Algen. Ich habe es zu schnell weggeklickt. Ein Bad könnte ich schon gebrauchen. Aber? Die Farbe, die macht mich misstrauisch. Ja, mit Algen drin. Und du stinkst bestimmt wie ein Igeltis. Gucken wir mal. Hier ist ein Stein. Das sieht auch sehr grün aus. Das ist bestimmt so einer. Ja. So, der nächste. Im Wasser bestimmt nicht. Hier vielleicht. Nein, der ist völlig okay. Wertlos. Okay. Dann der hier. 5 Olivinsteine habe ich jetzt. Das ist doch toll. Und hier ist bestimmt auch noch einer. Das sieht auch so ein halber grüner Pixel. Juhu. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brauchen wir ja noch ein paar. 4. Und einen will ich mir als Souvenir mitnehmen. Oh Gott. Hier ist wieder Wasser. Fangen wir mal hier an mit dem Stein. Der Stein wäre nur Ballast. Okay. Dann der hier. Juhu. Der auch vielleicht? Ja, bingo. Und hier liegt auch noch so ein grüner Pixel. Normalerweise nehme ich ja alles mit, was... Aber den nicht. Dann vielleicht noch den hier. Aber da sieht es auch grün aus. Na, egal. So, wir brauchen noch welche. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was haben wir denn jetzt? 4, 5, 6, 7, 8. Lass mal gucken. Wasser nicht. Hier. So, ja. 10 Steine sind. Ach, wir haben schon 10. Habe ich einen übersehen? Ja. Aber ich will noch einen mitnehmen. Als Souvenir. Als Andenken. Genau. Man kann ja nie wissen. Oder vielleicht begegnen wir noch einem, der so einen Stein haben will. Oder wir können den Stein jemanden an den Kopf werfen. Man kann es ja nie wissen. Immer ein Extra ist auf jeden Fall ganz gut. Glaube ich jedenfalls. Okay, so. Dann werden wir diese Steinchen wieder los und geben sie dem Typ mir. Olivinsteine. Hey, ich habe die Olivinsteine gefunden. Ja, hat auch nicht lange gedauert. Geben Sie mir jetzt den Lavastein. Bitte, bitte. Natürlich, so war das abgemacht. Okay, schön. Ah, den kann ich mir dann einfach holen. Wie praktisch. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Ciao. Machen Sie es gut. Gleichfalls. So, jetzt haben wir den Lavastein. Dann müssen wir natürlich auch noch... Jetzt haben wir schon 2 Sachen. Also wir haben dieses gefüllte Messgerät. Und wir haben den Lavastein. Dann brauchen wir noch die Diskette. Diskette, die war hier in diesem... Museum, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube, ja. Oh, wie schön. Das Haus von Cesar Manrique. Ja. Carmens Diskette muss hier in irgendeinem Computer stecken. Genau. Schauen wir mal. Wir gucken uns aber erstmal hier draußen um. Diese Windspiele gibt es überall auf der Insel. Ja, das ist die schön. Die gefallen mir wirklich gut. Mir auch. Die Schilder kann ich leider nicht angucken. Eine kleine Touristengruppe. Kann man mit denen sappeln? Mir ist jetzt nicht nach Smalltalk. Na gut. Dann eben nicht. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Museum rechts, Museum links. Egal. Ich glaube, das ist egal. Ich gehe mal rechts lang. Einfach so. Vielleicht kann ich auch links lang. Oh, wie hübsch. Ein Wandbild. Dieses Wandbild ist zwar abstrakt, aber es ist trotzdem hübsch. Das ist es in der Tat. Und was gibt's da noch zu gucken? Ach, schade, gar nichts weiter. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, aha, und was gibt's hier alles? Hier ist schon der Messcomputer. Sieht aus wie ein Messcomputer. Ja, und? Im Computer steckt eine Diskette. Hurra, wir haben sie gefunden. No, bitte nichts anfassen. Oh, scheiße. So komme ich nicht an die Diskette. Nee. Man müsste den Aufseher weglocken. Okay, na, das wird uns ja vielleicht noch gelingen. Vielleicht können wir ihn ja auch überzeugen, dass Guten er Tag. Uns hinlässt. Buenos dias. Zum Beispiel labern wir ihn mal zu mit Kunstwerken. Können Sie mir etwas über diese Kunstwerke erzählen? Nein, tut mir leid. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Hä? Wieso ist er denn der Aufseher, wenn er da nichts zu sagen kann? Das ist wieder das total qualifizierte Personal. Wunderbar.
Soll ich ihn wirklich auf den Messcomputer ansprechen, wo ich ihn doch gerade eben schon gefunden habe? Na, es ist egal. Mach hier, mal. Hier muss sich ein Messcomputer befinden. Mhm. Können Sie mir da weiterhelfen? Dürfen Sie denn an diesem Computer arbeiten? Ja. Ja, sicher. Klar. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Dann sehen wir weiter. Oh, Schütte. Also gut, dann müssen wir den wohl wirklich ablecken. Genau. Okay, es scheint Kunst zu sein. Ja, das erinnert mich so. Verstehen tue ich das trotzdem nicht. Bisschen an die Beuyschen Badewannen oder überhaupt an Beuys'sche Kunst. Josef Beuys. Das sieht aus, eine Mischung aus Betonmischer und Filmscheinwerfern, irgendwie sowas. Und das. Okay, es scheint Kunst zu sein. Ja. Okay, das ist dasselbe. Gut, Also irgendwie müssen wir den da weglocken. Gut, gehen wir mal hier weiter. Vielleicht findet sich ja noch irgendwas. Oh, wie schön. Ein Baum. Vielleicht können wir draufklettern. Eine sehr große Palme. Und können wir uns da drin verstecken? Das bringt nichts. Nö, schade. Und sonst ist hier nichts. Gut. Hier ist eine Öffnung. Das Haus erstreckt sich über mehrere Ebenen. Ja. Dort unten stehen ein paar Menschen. Aha, vielleicht müssten wir die irgendwie aufscheuchen oder, keine Ahnung, zu irgendwelchen Aktionen bringen, sodass der Aufseher dann runterrennt. Das aber, meine Lieben, werden wir in der nächsten Folge machen. Also wird es uns gelingen, die Diskette aus dem Computer zu klauen. Die Diskette, nicht die CD. Und auch nicht den USB-Stick. Nein, die Diskette. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt dran.